Hallo. 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 Moin. Hallo. Hi. Hallo. Hallo. Ja, hi Tanja, schön, dass du es geschafft hast. Du hast ja ein paar Fragen zu Tour de Planet, richtig? Ja, genau. Hallo. Ich bin über die Parents for Future auf Tour de Planet aufmerksam geworden und ich wollte jetzt einfach mal fragen, was genau dahinter steckt. Ja, hi. Ich bin Christian, auch von den Parents und in der Orga von der Tour de Planet. Und kurz gesagt ist, dass wir wollen, dass Menschen global CO2-neutral reisen und dabei Klimagerechtigkeit leben und vermitteln. Und dazu rufen wir zu Aktionen auf und bieten eine Webplattform, die Statements sammelt für den COP26. Das ist die Klimakonferenz, die im November in Glasgow stattfindet. Und dort werden wir ein global wachsendes Netzwerk anzeigen, das über eine interaktive Map die Routen anzeigt, so die dann nachher alle zusammenwachsen. Okay, also ihr macht die Tour, um ein klimapolitisches Statement abzugeben. Ja, das kann man so sagen. Die Tour de Planet setzt sich ein für Klimagerechtigkeit. Und es geht darum, aber auch noch mehr zu haben als einfach nur dieses Statement. Es geht darum, dass die Menschen, die an der Tour de Planet teilnehmen und den Menschen, denen sie dabei begegnen, dass die voneinander lernen. Es geht darum, dass die Menschen sich miteinander vernetzen, eine Gemeinschaft zusammen sind, wenn sie unterwegs sind und eben das auf eine nachhaltige Art und Weise. Das finde ich eine sehr, sehr schöne Idee. Und dann ist die COP26 also das Ziel. Die UNO-Klimakonferenz in Glasgow war ein bisschen verknüpft als eine der Routen von Krakau bis nach Glasgow. Aber es war nur ein Teil einer Route. Eigentlich dachten wir, global alle Menschen können Routen oder Aktivitäten einbringen. Und wir wollten alle klimaneutralen Kilometer, die wir zu Fuß, per Fahrrad, per Pferd, per Rollerskates gesammelt haben, dann dort präsentieren. Und eine schöne Idee oder schöne Metapher von Jakob ist, dass das Ganze eine Melodie, ein Lied ist, für das wir Komponisten und ein Orchester suchen. Vielleicht kann Jakob das nochmal besser erklären. Ja, das ist eine schöne Überleitung. Genau, also man kann sich Tour de Planet eben so vorstellen, es geht nicht nur darum, in Glasgow anzukommen oder in einem symbolischen Glasgow irgendwo auf der Welt anzukommen, sondern es geht darum, um den Weg, es geht um die Reise. Und die Metapher zu der Melodie ist, wenn man sich ein Lied anhört, will man ja auch nicht, dass das Lied direkt vorbei ist. Man freut sich auf die letzten 2-3 Sekunden, wenn man dann angekommen ist am Ende vom Lied. Sondern es geht um jeden einzelnen Ton, es geht um jedes einzelne Wort, das in dem Lied gesprochen oder gesungen wird. Und dementsprechend ist die Tour de Planet wie eine Melodie. Schön. Und wer hat das organisiert? Wer hatte die Idee? Ja, ich würde sagen, Jakob hatte die Idee. Ich habe ihn im Oktober, glaube ich, war das eine Rebellion Wave in Berlin getroffen. Da hat er von seiner Tour erzählt und dann bin ich mit ihm mitgeradelt. Also eigentlich ist es Jakobs Idee. Ja. Also ja und nein. Also ich hatte schon irgendwo die Idee, ich möchte reisen und ich möchte es auf eine nachhaltige Art und Weise machen. Ich will mich mit Menschen vernetzen und ich will aber auch Menschen über Klimawandel aufklären. Und außerhalb meiner Comfortzone mit den Menschen in Kontakt treten und mal über Klimawandel diskutieren. Das war meine Idee. Und alles andere, was jetzt weiter dazugekommen ist, mit dem globalen, alle Menschen nehmen dran teil und es gibt ein Webtool, wo Routen eingetragen werden. Das ist einfach die Collection von all diesen Menschen, die Ideen eingebracht haben. Also es sind jetzt, wie viele Menschen sind jetzt in der Organisation inzwischen? Weißt du das, Ella? Ja, rund 40 oder so, die stetig dabei sind. Und jeder Einzelne trägt so seinen Teil mit bei. Ja, das ist inzwischen richtig cool hier und wir kriegen immer mehr geschafft und es macht richtig Spaß. Das finde ich auch, das ist ein gutes Gefühl, mit so vielen Menschen zusammen an einer tollen Idee zu arbeiten. Das heißt, bei euch kann jeder mitmachen? Ja, guck uns an, die wir hier im Chat sind. Jeder kann mitmachen, man muss nicht in einer besonderen Organisation sein. Jeder, der ein bisschen Lust, Zeit und Fantasie hat. Und ich glaube, jeder hat Fähigkeiten. Was ich besonders toll finde, ist, dass man immer was Neues lernt. Okay, wie würde ich jetzt starten? Also an wen wende ich mich und was sind zum Beispiel Aufgaben, die ich übernehmen könnte? Ja, also wenn du anfangen willst, dann würde ich dir raten, bei mir ins Onboarding-Meeting zu kommen. Das ist jeden Abend um 19 Uhr. Der Link dazu ist auf der Webseite unter Mitmachen.
Und da erkläre ich dir so ein bisschen die Organisationsstruktur und zeige dir, wie du anfangen kannst. Prima. Und darüber hinaus dann, also gibt es dann für verschiedene Bereiche auch verschiedene Ansprechpartner? Also schreiben kannst du generell immer mir. Und sonst, wenn du nachher in der Arbeitsgruppe bist, wird dir auch ein Buddy zugewiesen, der oder die dir dann bei Fragen hilft und dem du immer schreiben kannst. Ja, okay. Was ich mich jetzt natürlich frage, wie läuft das jetzt mit Covid-19? Irgendwie hat es uns halt alle jetzt ganz schön geplättet. Also am Anfang hat man das ja noch sehr, sag ich mal, leichtfüßig genommen und inzwischen wird langsam die traumatische Lage klar und dann können wir natürlich auch nicht fahren. Und natürlich ist es viel schlimmer für alle Kranken, die wir jetzt gesund sind. Wir nutzen halt die Zeit jetzt digital. Und das ist das Schöne dran, irgendwie fühlt sich keiner verloren. Wir können jetzt wirklich Zeit reinstecken und sagen, wir arbeiten das Webtool so weit aus, dass es möglichst viele Funktionen hat. Wir arbeiten viele digitale Aktionen aus, die den Klimawandel quasi mit transportieren und die Menschen auch aufmerksam machen auf die wunderschöne Tour, die vor uns liegen wird, sobald wir endlich wieder raus können. Und darauf warten wir. Ganz genau. Es wird weitergehen. Ja. Ja, super. Also ich würde gern mitmachen. Ja, klasse. Das ist schön. Ja, dann bis bald zum nächsten Meeting, oder? Ja, gerne. Bis bald, Tanja. Ciao. Ciao. Tschüss.